Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind hier auf dem Weg in die Tiefe. Okay, hat sich da schon gemütlich gemacht. Mach mal lieber das Licht noch bis an am Gürtel. Oh, moin. Kommt ihr runtergehüpft oder schreit ihr nur? Okay. Oh, und du auch. Ah, okay. Nichts. Okay, viel Geschrei um nichts. Mach mal ein Theater. Oh, da ist gleich ein Boss. Geht schnell. Oh, hi. Königin Margot. Ich weiß nicht, ob du dir nächstes Mal auch so ein gelbes Tor gönnen solltest. Vielleicht lieber einfach irgendwo verstecken und gar nichts machen. Das war's schon. Es gab jetzt auch nicht viel Platz für irgendwie Abzweigung oder so. Okay. Ich hab schon ein paar Mal gesagt, diese Halbmenschen, die tun mir leid. Da. Ich weiß nicht, was mit denen schiefgelaufen ist. Aber das ist einfach nicht gut. Und ich habe immer noch keine Karte des Gebiets. Das ist auch nicht gut. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ist irgendwie alles weird, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier einen Wegpunkt gerade. Ich möchte nochmal zurück zum Haus Vulkan. Oh, der ist nicht mehr da, der mir diese Warnung ausgesprochen hat. Mit dem Rykard. Ob der Himmelstau, wie ich ihn liebevoll nenne, mir auch helfen kann, wenn ich meine Entscheidung treffe, die ich irgendwie nicht ganz so, die ich sozusagen später wieder berichtigen möchte. Oder wie viel mache ich denn jetzt wirklich? Das lässt mich irgendwie nicht los. Mit dem. Was ist das? Have you reconsidered the rising with us? Against the Erdtree. Haus Vulkan beitreten. Ist das ein End? Ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken, was sich davon ergibt. Very well. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. Schlüssel zum Gesellschaftszimmer. Danke. The drawing room is. Use the key I handed you. And make yourself comfortable. The drawing room is through the hall. Use the key I hand. Sagst du dazu? The drawing room is. Use the key I hand.
Hier liegt ein Toter. Ein Parfümeur. Tolles Gesellschaftszimmer. War das genau das Richtige zufällig? Oder geht der Schlüssel nur für mehrere Zimmer? Für mehrere Zimmer. Die roten Kerzen sehen schon schick aus. Oh, die Rina ist hier. Ria. Hello again, brave Tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here at the Volcano Manor under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Bin nicht ganz sicher, ob das alles eine gute Idee ist, aber... Brave Tarnished. Under Lady Tanith's guidance. Und du bist? You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Vielleicht noch nicht ganz. Und warum bist du denn hier? Then you must leave immediately. Those with weak stomachs have no place here. I thought I told you to leave. Or do you claim to understand what it means to be a recusant, renouncing grace and hunting down one's own? Vielleicht. Du bist hier. Ah. Oh, It's you, is it? Well, nice to see you again. So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back, and I'll watch yours. Yes? Okay, vielleicht. I can tell. You're wondering about Lanya. Well, you see, after much internal debate, I've come to realize revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue, that my former thoughts were simple naivety. Of course my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both, but such is true of any road trod by champions. I always resented these hands, their pale complexion, a far cry from any warriors. The shame of House Hoslaw, but that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslaw is told in blood after all. I always resent pale complexion. Was liegt hier? Ein Rekusantenfinger. Wir lesen mal die beiden Sachen. Wir schauen uns das mal an. Versucht in die Welt eines anderen Spielers einzufallen. Gelingt dies, erscheint ihr als Eindringling. Rekusant. Und euer Ziel ist es, den Wirt der Finger jener Welt zu besiegen. Ein von Schlangenschuppen bedeckter Krummfinger. Dieses Erbstück schenkt der Herr von Haus Vulkan Befleckten, die er in seine Familie aufnimmt. Ich verstehe es. Well, as long as you understand what you're saying, you have harbored doubts from the very beginning. Perhaps this day was always lurking on the horizon. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous path leads only to a pitiful death. Before you consider hunting it, this blas... Before you cons... Das ist ja mal ein Buskill. Die Einladung und das ist der Brief. So,
war die Einladung, die wir bekommen haben von Ria. Eine schriftliche Anfrage des Haus Vulkan mit dem Namen eines zur Jagd ausgeschriebenen Befleckten. Ist zwar der alte Ritter. Er hält sich in Nimgrave auf. Sucht die rote Markierung auf eurer Karte, um den genauen Ort zu erfahren. Was sind wir Befleckte überhaupt? Was macht mit dem... Ich werde mal in die Tafelrunde gehen. Gucken, was die dazu sagen. Mich mal interessieren. Die Tür ist interessanterweise zugeblieben. Blockiert. Kommt man irgendwie von der anderen Seite daran? Hauen kann ich ja gerade nicht. Kurz die Einrichtung kaputt gerollt. Lasst euch von mir nicht stören. Ich probiere noch was aus. Gab es oben noch jetzt irgendwie vielleicht was Verschlossenes, was mit dem Schlüssel aufgeschlossen werden kann? Hier oben kann ich aber zuhauen. Gut, wir haben auch gekämpft. Wäre auch schlecht, wenn wir nicht hauen könnten. Musik ist ziemlich geil hier im Haus Vulkan. Irgendwann ist übrigens alles wieder aufgebaut. Sehr aufmerksam. Bin ich letztes Mal hier schon alles Mögliche getestet? Ja, nicht auf solche Sachen raufhüpfen, ne? Ist ein bisschen schade. Ich mal jetzt orientieren. Da geht's nicht. Hier müsste es doch irgendwie auch einen Gang geben, finde ich. In dem Stockwerk. Weil hier gibt es einen Flügel. Hier kann ich nicht hauen. So in die Richtung geht das Haus ja eigentlich weiter. Das ist ein bisschen irritierend, dass dann ersten Stock gar nicht in die Richtung geht. Dann könnte ich auch vielleicht irgendwie nach unten. Logik recht bestechend. Ich ganz gerne diesen einen verschlossenen Raum. Aber hier unten sind ja alle. In allen Gebieten kann ich nicht zuhauen. Sinn. Muss ich diesen einen Auftrag erfüllen, damit es hier weitergeht. Brave Tarnish and the Lady. Ich weiß nicht, was ich von der ganzen Sache hier halten soll. Seltsam, seltsam, seltsam. Na gut, in Limgrave was Neues aufgetaucht. Ich glaube, das besuchen wir gleich mal, den Istvan. Oder nee, genau, dann besuche ich vorher noch. Kann ich jetzt vielleicht hier die Tür aufmachen? Nicht von dieser Seite. Gibt es noch andere Türen? Vielleicht. Nicht von dieser Seite.
Es gibt schon noch, irgendwas muss es hier noch Geheimnisse geben. Einmal ist ja die Tür verschlossen und die geht nicht von dieser Seite auf. Vielleicht übers Dach irgendwie? Mal schauen. Ja, wir besuchen jetzt mal die Tafelrunde. Ich möchte das mal mit denen besprechen, über Haus Vulkan reden, was die dazu sagen. Vielleicht auch hier die Finger. Also dann die Fingerleserin. Von der Vollmond, das hat mir schon angeguckt, ne? Heldenausrüstung. Sonst gibt es nichts zu besprechen. Was finden die mit dem Finger? Ups, so, ja. Das finden die alles völlig unproblematisch. Ob die Fia irgendwie auch damit zugehört hat, weil sie hat ja dann einen Typen, den D auf dem Gewissen. Es sind schon mal mehrere Fraktionen, die unterwegs sind. Sie sind einigermaßen nett. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of life. I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the golden order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually. That I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. I can hear it from across the wing, past the round table. The howling and wailing of spirits in fear of the curse. I can even hear the repulsive, twisted malice in itself. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Ob hier unten noch mal irgendwas was Neues ist. Nein. Ich habe inzwischen ja einige Steinschwertschlüssel noch gefunden. Gab bestimmt noch irgendwie ein paar Orte, wo ich mal keinen hatte. Aber ich habe mich nicht zu lange her. Ich müsste eigentlich auch noch mal nach Schloss Sturmschleier. Da gab es ja auch noch eine Wand, die ich irgendwie übersehen habe, wo ich nicht ganz gecheckt habe. Well, wie man das öffnet. Where have you been hiding? I took you for no matter it's out your arm. Nochmal über Roderica sprechen. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. 'Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. Or a daughter. But at times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Jigatana verbessern, nice. Und auch gleich nochmal. Noch nicer. Oh, und fast nochmal. Spielstein 7. So, jetzt mal gucken. Uralter Drachendunkel Schmiedestein. Hängen ein bisschen daher, aber es geht. Felelu ist immer noch nicht zurück. Der redet immer noch nicht. Journey to the capital. The two fingers will. You may be our. Und auch der erzählt nichts. Noch über Rikard, das kurz hören. Praetor Rikard is the Lord of the Volcano. Ja. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors. The volcano, Mount Gelmir, it was the stage of the most appalling. Rikard has committed the grave sin of blasphemy.
neue gefunden inzwischen? Nein. Ich habe alles Interessante eigentlich gekauft. Ob ich irgendwas verpasst hatte? Nee. Na du? Immer wieder da? I asked you not to disturb. Ich probiere es jetzt mal aus. Und den Tarnischt. Andere Spieler sind es ja im Prinzip auch. Prügelt man sich ja auch so. Lava-Würmer, die waren noch vorher nicht hier, oder? Hör mal auf jetzt, du. Ist das durch den Meteoriteneinschlag passiert? Oder hat sich was anderes hier in der Welt getan? Natürlich auch cool, wenn sich dann noch die Welt verändert im Spielverlauf. Und man zwangsläufig gar nicht alles mitbekommt. Aber das hat eigentlich auch mit Haus Vulkan zu tun, oder? Die Lavaschnecken. Interessant. Früh am Tag ist es. Die Welt von Istvan, dem alten Ritter, eindringen. Das ist alles eine gute Idee. Sag mal, warum? Das gar nicht ausgelöst. Nicht, weil die Animation zu spät kommt oder so. Tja, das ist leider alle, was? Ich hab noch ein bisschen mehr. Gut für dich. Wundbogen, Krummfingermedizin. Und die Rüstung. Die Rüstung sieht cool aus. Die ist cool. Ist voll die gute Rüstung auch.
Nicht so gut wie die von Radahn, aber. Ich finde die ganz stylisch. Blau. Ah, das gefällt mir fast ein bisschen besser. Beides ist nicht schlecht. Den Helm finde ich auf jeden Fall geiler. Aber jetzt mit dem Messingschild mache ich das eigentlich so ganz gern. Das war auch nicht schlecht, muss man sagen. Ist zwar einer der wenigen alten Befleckten, die bis heute überlebt haben. Ja. Werde mal anschauen. Stulpen der verbannten Ritter Radahns. Ganz cool. Der Helm gefällt mir. Gucken, ob das jetzt was ändert, nachdem ich da gegen den Istvan gekämpft habe. Denen ist eben alles egal. Die beiden wichtigen wären halt entweder die Fingerleserin oder er hier. Journey to the capital. The two fingers. You may be our bet. Ist denen alles egal irgendwie? Denn wir wissen sie nicht davon. Und dann kann ich mich mit Himmelstau vielleicht reinwaschen oder auch nicht, falls überhaupt notwendig ist. Aber die sind mir auch nicht ganz geheuer, obwohl die eigentlich ganz nett sind insgesamt. So ist ja nicht. Ich traue diesem ganzen Fingershit auch nicht. Ich vertraue Rani. Das ist vielleicht eine ganz andere Fraktion einfach. Entziehe ich mich dem. Gucken, wann es da weitergeht. Gehen wir mal zurück zu Haus Vulkan, würde ich sagen. Wie viele Leute da sind. Gucken, was die jetzt dazu sagen. Did you read the letter left for you? That is the task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek. Nor the luxury of keeping clean hands. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true, and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Now you are a recusant. I am pleased. Now you are. I am pleased. Oh, der ist wieder da. Worthy tarnished. I left the serpent slaying spear in. It is the. Run it through. Wie komme ich hin? Wo ist erstmal dieser Raum, du Witzbold? Und wie komme ich da hin? Ich habe irgendeinen Raum noch übersehen anscheinend. Liegt ein neuer Brief jetzt, oder was? Ja. So, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Banal. A recusant, just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire?
Stampfer, Tritt, Beharren, Kriegsgebell, Wirbelhieb, Schachzug, das Assassinen, Eruption, Riesenschwerter, Sturmklinge, Schnellschritt, Parade. Kein Talent. You've come to understand now, eh? To take power and make it his own. The recusant must hunt his own kind. To raise the flag of revolt against this sanctified pillaging, we recusants must become the most wretched of predators. All you can do is laugh. Have you ever heard any strange sounds here at the manor? Something beyond the walls? Like breathing or slithering scales? Oh, fie, what am I saying? It just is impossible. I must be tired. Hm, wir fast sagen, das stimmt wahrscheinlich. Sometimes I hear strange sounds beyond the walls. Like breathing. Oh, perhaps I'm just feeling tired. Sometimes I hear strange... Also der will, dass ich mit dem Speer irgendwo hingehe. Der Speer ist in einem Raum. In einem Raum, wo ich nicht weiß, wo der Eingang ist. Vielen Dank. Vielleicht kriege ich ihn auch erst, wenn ich alle Aufträge erfüllt habe. Das macht mich irgendwie irre. Hier gibt es garantiert irgendwelche Geheimgänge. Aber ich habe ja hierbei nicht mal die Möglichkeit, was zu machen. Das ist doch kein Zufall mit denen, was die sagen, das, was der Typ mir erzählt. Naja, guck mal kurz, was im Brief steht. Relay der Untätige auf dem Altos-Plateau. Ach da, guck, da wären wir eh noch unterwegs. Wenn wir uns hier oben noch ein bisschen umschauen. Ah, dadurch, dass das so ein Durcheinander ist und ohne Karte macht mich das irre, weiß ich nicht, was ich schon wirklich erfüllt habe und was nicht. Es fällt so schon schwer genug. Es wird nicht leichter, wenn ich keine Karte habe. Ich bin gespannt, was das jetzt hier, wie sich das auswirkt mit dem Haus Vulkan. Das ist ein bisschen schwierig, weil es unterbrochen wird, die Animation. Genau das. Jetzt sehe ich auch nichts. Und noch einer, ist super schön.
gehört echt verboten. Wenn ich gerade von so viel gleichzeitig angegriffen wird, geht das ganz gut. Okay, es ist ein bisschen Ruhe hier. Ich wollte eigentlich nur da hoch und mich da mal umsehen. Habe ich für Amulette angelegt. Welcome, dear customer. Hi. Yes, right this way. Right this way. Welcome, valued customer. Please, buy something. I'm hungry. Wir kaufen noch ein bisschen was. Wir sind nicht schuldig, wir brauchen keine Kapuze des Schuldigen. Wir sind komplett unschuldig. Die Kirche außerhalb des Zwischenlandes hat sich den Lehren der zwei Finger verschrieben. Er entsendet Bekenner, die der führenden Hand der Gnade folgen. Die Bekenner sind treue Diener der zwei Finger und stets bereit, ihre Gegner zu jagen und leise verschwinden zu lassen. Das ist ja auch nicht so toll. Sie sind alle scheiße. Das ist ja der alternative Weg. Haben wir noch einen Händler entdeckt? Da ist ein anderer Weg zu dem zum niederen Erdenbaum darunter vielleicht. Gucken. Richtig, das wollte ich. Zerschießen den armen Soldaten von Lendell. Gut, der hätte auch gegen mich gekämpft, wenn die jetzt hier weg gewesen wären, aber sah trotzdem ein bisschen fies aus. Ach, hä? Noch zwei? Die haben ihren Erdenbaum auf dem Wappenrock. Ich finde das wahrscheinlich nicht gut, was ich jetzt hier mache oder so. Kann ich denn hier runterspringen? Ist zu tief. Ich dachte, ich kann hierher, deswegen bin ich jetzt hier runtergekommen. Aber das ist zu tief, um da runterzuspringen. Es gibt doch keinen anderen Weg gerade, keine Leiter. Und da von links kommt, kann man auch nicht die... Man kann von hier in die Richtung runterreiten, aber nicht andersrum.
gibt auch nichts für Torrent. Um hochzukommen, muss man von der anderen Seite kommen. Sind von. Stopp mal, es ist einfach. Ist das der andere Ausgang von Haus? Nee, wenn man von Lord Manor. Ah, dann kommt man doch da lang. So, und da. Jetzt muss ich mich orientieren. Hm. Ich meine, da geht's zu Haus Vulkan. Da war ich in diesem Teil schon da unten. Dann hätte ich auch den Weg in die Richtung eigentlich schon eingeschlagen. Die Orientierung fällt mir immer noch sehr schwer hier, da ich jetzt keine Karte habe. Was denn, wenn ich jetzt hier nach Nordosten reise? Kam ich auch schon her, da war ich schon. Ich finde es ein bisschen gemein. Ja, stimmt, hier ist das mit den Geysiren. Boah, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Hier raus bei den Röschen und nur da, aber ich komme nicht weiter nach oben, wo ich eigentlich hin möchte. Eigentlich möchte ich weiter nach Norden. Da gibt es aber auch keinen Übergang. Ja, die Stelle. Hier kam ich aus den Katakomben von Haus Vulkan. Und vom See, oder? Das ist alles hier. Wo ich auch gegen den Boss gekämpft habe. Ich kann die Karte leider gerade nicht aufmachen, wo sie mir auch nicht so viel hilft. Jetzt bin ich mich wieder hier unten. Grab des Helden, Donnerstromhöhle. Ich gehe wieder da zurück, doch. Und nochmal auf der oberen. Ich habe gedacht, dass ich mit den Leitern irgendwann das hinkomme, aber das war nicht der Fall. Ich habe meine 100.000 Runen mal einsetzen sollen, aber jetzt habe ich auch keine Lust zurückzugehen. Das wären wertvolle 7 Sekunden, die habe ich nicht. Und die habe ich. Nochmal verhauen muss jetzt auch nicht sein. Es macht eigentlich Spaß, gegen die zu kämpfen, aber gegen so viele ist ein bisschen mühsam. Mal schauen, wo uns jetzt die Brücke hinführt. Und noch weiter hoch. Ich hätte hier noch komplette Übersicht hier. Brauche ich eigentlich die andere Waffe?
eingerollt. Zwei Seitwärtsbewegungen. Au! Ich habe nicht mehr gerechnet, dass so viel Schaden macht. Ich habe auch eigentlich gehofft, dass ich da rausrollen kann. Vielleicht muss ich eher rausrennen aus den Sachen, die da aus dem Boden kommen. Rennen, war nicht so geklappt gerade. Vielleicht war ich zu spät gestartet. Manche Attacken rolle ich schon ganz gut durch. Andere jetzt noch nicht so sehr. Das macht besseren Schaden, glaube ich, aber die Range ist halt beschissen. Ich glaube auch, dass ich immer noch. Ich habe nicht wirklich eigentlich auch noch den HP-Debuff von Fia, oder? Ich weiß bestimmt irgendwas woanders her. Stimmt. Hängt ganz schnell weg. Muss ihn ziemlich häufig treffen. Deswegen darf er nicht allzu viele Fehler machen.
So geht's nicht. What the hell? Ja, sah aber gut aus. Würde ich sagen. Phase leider. Puh. Nein, nicht ausgereicht am Ende. What? Ich hab keinen Bock mehr gehabt jetzt. Fuck, 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 fuck. Nein! Gerade noch. Langsam! Fucking hell! Ich wollte ein bisschen im Halbkreis für hinlaufen schon. Okay, das war's. Mit meinen Heiltränken und er hat noch ein Drittel seiner Lebenspunkte.
mal bitte. Ja, danke, war wieder ein Schlag landen nach einer Stunde. Oh, 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 nein, nein, nein. Ach so, ich dachte, er macht die. Ich habe auch nicht viel Zeit. Selbst wenn ich den Angriffen gut ausweiche, ist er so weit weg. Scheiße, war ich zu greedy. Ich darf, kann jetzt nicht erlauben. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Heiltränken wäre es okay, ab und zu traden, aber nicht eben ohne. Danach nicht rankommen, ist so ärgerlich. Ooh.
die zweite Hälfte des Kampfes war mal richtig spannend. Einfach ohne Heiltrank. Versuchen die ganze Zeit zu überleben. Sternfall Bestienkiefer. Sieht aus wie ein Zahn, nicht wie ein ganzer Kiefer, aber. Holy shit. So, wo ist denn der? Das sah aus wie ein Schwert. Nee, vielleicht wie ein Großschwert, wenn es dann. Kiefer. Da. Gigantische Waffe wurde aus dem Kiefer einer Sternfallbestie gefertigt. Sie ist unglaublich hart und schwarz wie die Nacht. Die schwarze Spitze durchbohrt jeden Gegner. Das war mal ein cooler Kampf, aber. Und das Gegnerdesign auch ein bisschen geil irgendwie. Was ganz anderes. Sternenfall, wie so richtig so ein außerirdisches Wesen fast schon. So einen leichten Fantasy-Touch, aber. Mal ganz kurz gucken, ob da hinten noch irgendwo. Hier ist eine Leiter und die könnte ich vielleicht auch wieder runterspringen einfach. Da könnte ich rüber, wo auch immer dann da drüben ist. Könnte ich hier irgendwie auf das Dach springen? Ne, ist zu weit weg. Ja, mal ganz kurz schauen, wo die Leiter hingeht. Und zum gleichen Schloss muss ich ihn eben aufsammeln, dann was Cooles. Ein Vulkanstein. Wenn es zum gleichen führt wie. Der Torrent, das ist eigentlich ein bisschen albern. Hat er sein Pferd verloren hat oder warum? Warum das? 67.000. So, jetzt sind wir hier. Okay, warum zeigt das dahin? Das zeigt eigentlich immer direkt auf einen weiteren. Warte mal, wo zeigt das hin? Das ist ja witzig. Hier sind wir jetzt. Okay. Okay, die Verbindung. Wo zeigt das denn aber dann hin? Das zeigt ja nicht nur da. Ah, sonst muss ich irgendwie von der Seite das mal ein bisschen erkunden. Ich brauche dringend. Das kann nicht sein. Ich habe schon so viel mir angeguckt. Hier ist dann. Der obere Teil von Haus Vulkan, in dem auch einen Vulkansee in ihrem eigenen Schloss. Wie kommen wir denn da hin? Oder ich habe im Schloss noch irgendwas nicht gecheckt. Hier vor dem Schloss ist der ganze Shit. Jetzt da hinten vielleicht noch irgendwo runter. Das haben wir ja letztes Mal schon von oben gesehen. Alter. Die hässlichen Ficker. Und das Ding ist ja noch die größte Frechheit. Wo ist das jetzt gerade unterwegs? Ah, ihr auch noch. Natürlich. Damit die ganze Igel-Bagage hier auch mal zusammen ist. Jeder darf mal.
jetzt langsam abgestiegen. Warum gibt es den jetzt hier schon wieder? Die doch echt keiner vermisst. Festung Leid, die haben wir vorhin schon erledigt. Und diese Kämpfe, ne? Dann bin ich da reingegangen, da hoch. Es wirkte auch, als hätte ich da noch mehr, diesen Innenteil, ein bisschen irgendwas noch sehen können, müssen, sollen, dürfen. Und hier ist auch einfach jetzt Schluss, oder wie? Mit dieser kleinen Felszunge hier. Alles so ein bisschen. Na, hier geht's auch noch weiter. Ich werd bescheuert! Praise the sun! Mir gerade seinen Mittelfinger gezeigt. Er hat gerade den Mittelfinger gezeigt. Ich glaube, es hackt. Aber. Und das ist auch genau das, was ich von hinten schon, was ich meinte. Danke. Okay, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen besser klar. Dann kann mich auch ein bisschen besser orientieren. Okay. Das meiste wusste ich jetzt eh schon, aber es gibt nochmal wirklich. Ein bisschen Hinweis. Das war das Plateau da oben. Das war gerade mit der Sternenbestie. Das sehen wir mal Haus Vulkan da drin und die Mauern außenrum. Da waren wir unten drunter. Hier ist die Einsiedlerhütte. Und das komische Dorf. Hier soll man hin. Hier ist noch eine Höhle, okay. Das macht schon mal ein bisschen was klarer. Macht es mir ein bisschen leichter, dann Gebiete sinnvoll abzuschließen. Ja, Halleluja. First Recard. Wenn eure Blasphemie dieses stinkende Feld des Todes bringen würde, kann ich euch nicht länger folgen. Niemand kann das. Der First Reichardt hat sich irgendwie bei Freund und Feind unbeliebt gemacht. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, inwiefern sich Haus Vulkan schon davon abgewandt hat von ihm. Das ist halt so ein bisschen das, was mich... Was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil im Haus selber meinte der eine da, er hat den Speer versteckt und so ein bisschen widersprüchlich wirkt das. Blitzelt das da hinten eigentlich noch so? Es wirkt so, als wäre da noch was. Ach so, der Typ. Der blitzelt so. Der Typ blitzelt. Und jetzt sind wir hier in dieser Schlucht, die ich von oben schon ein paar Mal gesehen habe und die ich jetzt entdecken wollte. Endlich. Hätte ich auch schon vorher sehen können. Hätte ungefähr eine Idee davon, wo sie sein könnte, müsste und wie ich eventuell Zugang bekomme. Hat ja zum Teil immer nicht geklappt.
Kämpft dann Laendell gegen den Rykard oder allgemein gegen Haus Vulkan? Gegen beide vereint? Oh, was ist das denn für ein Vieh? Sieht aus wie aus Bloodborne oder so. Na, ich dachte, den Zweitangriff starte. Todesnebel. Wird ist immer noch. Kotzt da alles voll. Animation schon gestartet gehabt. Raus hier aus dem Todesnebel und nicht in den Abgrund rollen. Jetzt die ganze Mühe gemacht, hier die noch alle aufzuhängen. Was ist denn hier los? Na, das Gebiet wird auf jeden Fall noch ganz interessant jetzt und führt uns dann noch da hinten hin, wo jetzt noch ein paar interessantere Sachen sind. Ich habe jetzt so viel, das ist so krass, dieses relativ kleine Gebiet, verbringe ich schon so viel Zeit so und drin. Und ich denke mal, hier wird noch einiges sein, ehrlich gesagt, in dem Haus Vulkan. Gucken wir, wie es mit den Quests weitergeht. Ich finde es total spannend gerade. Sehr, sehr interessant. Und freue mich auf die nächsten Folgen. Und freue mich, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.